Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Tramsim. Wir sind unterwegs heute mit der Linie 28. Es ist ein Frühlingsmorgen, kann man sagen, um 8.30 Uhr. Wetter ist gut. Und also wenn man sich das anschaut, hier mal das Sendlinger Tor. Ah, das ist wirklich um Welten besser gelungen, finde ich, als zum Beispiel in der letzten Folge die Münchner Freiheit. Das ist schon ein gravierender Unterschied. Okay, und ich hatte das ja auch schon angesprochen in der letzten Folge. Also eigentlich könnte man da ja noch weiterfahren. Da geht es dann Richtung Giesing, unter anderem Ostfriedhof, Schwanseestraße runter. Aber ich glaube, die Idee war dann auch irgendwie einfach das so zu darzustellen. Hier ist halt die Baustelle und deswegen geht es hier nicht weiter. Ich hoffe mal, dass das noch irgendwann verlängert wird, weil das ist schon relativ schnucklig. Deutlich mehr Aufwand vermute ich mal. Da geht es dann durchs Glockenbachviertel, über die Isar drüber, dann den Berg hoch nach Giesing. Aber das wäre richtig reizvoll, also Daumen drücken, dass das noch irgendwann kommt. Ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz um. Ich habe den ganzen KI-Verkehr, also Personen und Fahrzeuge, aufs Maximum hochgedreht. Und ich habe auch die maximale Anzahl der Trambahnen, die neben uns halt quasi noch verkehren, habe ich auch noch hochgedreht. Okay, da ist schon deutlich mehr los. Na gut, schwingen wir uns in den Führerstand. Wir sind ja bereits abfahrbereit. Können also schon mal vorjuckeln bis zum Einstiegspunkt. Hier dürfen wir noch nicht. Ja, also wirklich um Längen besser hier alles, finde ich persönlich. Das ist echt ein Riesenunterschied. Sendlinger Tor ist echt gelungen. So, schaut's aus. Dürfen wir langsam? Not yet. Theoretisch müsste ja dann erst noch das F aufleuchten, wenn es dann soweit ist. Und dann kriegen wir hier den. Bin noch ein bisschen ungeduldig. Woran scheitert es denn? Steht also, eigentlich müssten wir da fahren dürfen, oder? Da ist keine andere Trambahn. Wir kreuzen auch keine Fahrbahn. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach. Schau mal, jetzt ist die Ampel auf Rot gegangen. Vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen, wobei das ja eigentlich keinen Sinn ergibt, ne? Ich fahre jetzt einfach. Ist mein YouTube-Channel. Mache ich, was ich will. So. Sendlinger Tor. Ah, ein bisschen weiter vor müssen wir noch. Der obligatorische Rollstuhlfahrer, der ist, glaube ich, immer dabei, oder? Kann das sein? Und immer der gleiche. Gleiche Klamotten, komplett identisch jedes Mal. So, Haltebremse ein. Türen geöffnet. Das mache ich auch manuell, drücke ich hier einfach nochmal drauf. Und dann schauen wir. Wo ist die Tram? Hier drüben. Jetzt hat die Tür zugemacht. Moment. Geduld. So, Rampe senkt sich ab. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe auch gar nicht mehr nachgesehen vorher den tatsächlichen realen Streckenverlauf, weil Scheitplatz, das habe ich gerade so gar nicht, also überhaupt nicht auf dem Schirm, wo wir da jetzt entlang fahren. Geht es da über den Prinzregentenplatz? Kann das sein? Habe ich irgendwie so dunkle in Erinnerung. Aber ja, ich kann es gerade echt nicht sagen. Bisschen irritierungslos. So, das Ding ist eingefahren. Cool, da sind sogar, also auch da haben sie drauf geachtet hier. Kleine Details mit den Abfahrtszeiten. Petuelring, Scheitplatz. Mhm, cool. Amalienburgstraße, stimmt, die gibt es ja auch noch hier, die 17er. Auch eine schöne Linie eigentlich. Ach ja, es hat Potenzial, es hat viel Potenzial. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Wobei, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da noch mehr kommt. Die Frage wird halt sein, zu welchem Preis. Bin gern bereit, für weitere Strecken Geld auszugeben. Es darf da nur nicht insgesamt zu teuer werden, für meinen Geschmack. So, jetzt haben wir gerade hier quasi die Grünphase verpasst.
Ja, das ist auch dynamisch, ne? Also es ist keine Textur, die hier nur aufgepappt ist. Das scheint sich schon zu verändern, ne? Cool. So, wir dürfen. Keine Zeit verlieren. Schön. Schön, schön. Das grüne Dach. Muss ich echt, also wenn ich mal wieder irgendwann in der Ecke bin, muss ich mir das aus der Nähe hier mal ansehen. Ob das wirklich so überwachsen ist. Karlsplatz Stachus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. Also mir ist das halt nie so aufgefallen, dass das wirklich so ein schönes grünes Dach hier bildet. Ah, wir dürfen, wir dürfen, wir dürfen. Dass es auch nicht irgendwie sowas wie Vorsignale gibt, wundert mich schon auch so ein bisschen, ne? Also man muss ja wirklich sehr auf Sicht fahren und manchmal finde ich es relativ schwierig, wenn man ein bisschen schneller dran ist, das noch rechtzeitig zu erkennen vor einer Kreuzung. Bin mal gespannt auf den weiteren Streckenverlauf. Ich denke, das teilt sich jetzt noch ein Stückchen den gleichen Streckenverlauf wie die 27er. Leute, ich habe Vorfahrt hier. Ach, hier sehen wir es ja sowieso. Zumindest hier mal den nächsten Verlauf. Pinakotheken, Karolinenplatz. Okay, das ist jetzt schon erstmal der Verlauf der 27er. Irgendwo trennt sich das dann wohl auf. So, Haltewunsch ist noch keiner reingekommen. Türen auf. Richtung Pinakotheken, Petuelring, Schaltplatz. Die Nachtlinien sind auch verzeichnet. Okay. Also mit einer der schönsten Bereiche hier, wenn nicht vielleicht sogar der schönste Bereich. Also hier zwischen Stachus und Sendlinger Tor, das ist schon echt sehr solide gemacht, finde ich. Gut, Stachus kriegt ein paar Punktabzüge auf jeden Fall. Der Brunnen fehlt und ich weiß aber nicht, ob die Geschäfte alle so zu 100% stimmen, aber da kann ich gut drüber hinwegsehen. Ottostraße. Shit, ich glaube, gerade Ausfahrt war eigentlich verweigert. Ja, ich muss natürlich, also ich werde jetzt erstmal diese ganzen Linien alle komplett abfahren. Shit, 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 falsche Taste gedrückt. Und dann schaue ich mir auf jeden Fall auch nochmal hier diese fortgeschrittene Variante an, ob man da Zwangsbremsungen gibt, ob es irgendwie sowas Ähnliches wie ein PZB gibt, wie bei der Bahn. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich glaube nicht, aber zumindest irgendwie eine SIFA, schätze ich mal, werden die Dinger schon haben, oder? So eine Art Totmannschalter. Würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Hier nochmal ein Bildchen einfangen hier, während wir auf die Weiterfahrt warten. Na, sieht schon gut aus. Das sieht schon echt alles gut aus hier. So, weiter geht's. Nein, egal, wir fahren jetzt einfach. Komm hier, Bimmel, einmal Dauerbimmel. Oh shit, das geht nicht gut. Okay. Der ist uns einfach weggeploppt. Ach komm, wir fahren jetzt hier drüber. Hat keiner gesehen. So. Okay, jetzt geht's hier wieder durch. Dann kommen wir doch hier, genau. Ottostraße, Karolinenplatz, Pinakotheken, Schellingstraße. Also bis. Alles, was wir hier noch an Stationen sehen, ist auf jeden Fall. Ist auch noch der Verlauf der 27er. Also kann man eigentlich nur bedingt sagen, es sind drei Strecken im Spiel. Wahrscheinlich eher so zweieinhalb, kann man vielleicht eher sagen. So, Tür. 28 Richtung Schaltplatz.
Achso, ich sollte vielleicht auch. Ich gebe mir mal ein bisschen mehr Mühe jetzt, okay? Mit hier, mit der Signalisierung und so weiter. Hier Vorankündigung für den Fahrtbefehl sozusagen. Und jetzt dürfen wir. Wieso ist hier noch nicht grün? Habe ich vergessen zu verriegeln? Ja, okay. Dann wird er nämlich erst grün. Man kann trotzdem fahren, aber halt sehr reduziert. Also irgendwie, ich glaube nur so mit 5 km/h oder sowas. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es einen technischen Defekt gibt, dass man die Kiste zumindest noch irgendwie wegfahren kann. Sommer. Ah, sieht deutlich freundlicher, wenn das hier alles schön grün ist. Oh nein, schon wieder nicht aufgepasst. Ich glaube, es war rot, oder? Ah, gefährlich nur mal, wenn man Dampf hier unterwegs ist. So. Blick riskieren hier. Ja. Das kann man schon so durchwinken, finde ich. Das schaut ordentlich aus. Mit den komischen Obelisken hier, aber das ist halt... Kommt schon gut hin, muss man sagen. So. Türen sind zu. Grünlicht. Ist auch toll, oder? Dass das grüne Licht mit Grünlicht beschrieben wird, finde ich gut. Genau mein Humor. So, Haltewunsch. Oh, den haben wir. Ich glaube, den haben wir schon übersehen, oder? Der wollte früher schon raus. Pinakothek. So, einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Tut mir leid. So, ja, das hatten wir alle schon. Aber ich glaube, da sind wir im Winter gefahren, oder kann es sein? Haltebremse angelegt, Türen entriegelt. Dann schauen wir mal zu. Oh, bin ich denn? Sehen wir mal zu, dass man den. Ah, stopp. Fahrzeug. Hä? Moment, das ist doch. Hä? Moment mal, was ist denn jetzt los? Die Kamera ist hier. Die Außenkamera ist hier irgendwie hängen geblieben, habe ich den Eindruck. Das ist ja ganz merkwürdig. Das ist aber auch neu, oder? Okay, wir fliegen das jetzt einfach mal ab. Ne? Schadet ja auch nichts, kriegt man das alles noch ein bisschen zu sehen hier. Das ist, glaube ich, die Gabelsberger Straße hier. Und wir müssten... Boah, da bin ich mir gar nicht sicher. Das ist die Barer Straße hier. Schade, also Straßenschilder... Okay, da verlangt man natürlich schon sehr viel. Aber es wäre noch nett gewesen. Zumindest an den großen Kreuzungen. Ein bisschen für die Orientierung. Hätte ich cool gefunden. So. Tür auf. Okay, jetzt sind wir wieder hier mit der Perspektive. Ist der gar nicht mehr da? Ich glaube, der ist gar nicht mehr da, oder? Scheiße. Na? Nee, der... Ist der ohne Rampe jetzt ausgestiegen? Fast ein schlechtes Gewissen. Wobei, das ist ja eh immer ein ganz schönes Drama, wenn die aussteigen. Soll mir recht sein. Fahren wir das Ding wieder ein. Sehr merkwürdig. Also man merkt schon, ne? Also es hat noch ganz schön Ecken und Kanten hier und da. Nicht die brutalen Showstopper, aber schon Dinge, die einfach auffallen, finde ich. So. Den lösen wir wieder. Hier wird verriegelt. Und dann geht's auch gleich los. So. Komisch, der ist echt weg. Innenraum muss man schon sagen, ne? Also der sieht wirklich gute Texturen, alles schön detailliert. Das ist wirklich Schellingstraße. Die ganze Nummer. Wirklich gut. Auch der ganze Bereich hier, so die Häuser. Das wirkt alles sehr solide.
Gut. Türen geöffnet. Weiterer Verlauf. Okay, da ist dann irgendwo, werden wir dann quasi abgezweigt von dem Verlauf der Linie 27 Nordendstraße, Elisabethplatz, Kurfürstenplatz, Clemensstraße. Okay. Also ich denke, wir können schon verriegeln oder lassen wir noch einen Moment offen, solange hier noch rot angezeigt wird. Und dass sie halt so markante Dinge wie zum Beispiel den Schelling-Salon mit eingebaut haben und wirklich auch exakt an der richtigen Stelle mit exakt dem richtigen Aussehen. Schon gut. Die Ecke gefällt mir total gut. Haben sie toll umgesetzt. Nordendstraße. Entriegeln. Was das ganze Fahrverhalten angeht, also jetzt habe ich ja doch schon ein paar Kilometer abgespult. Ich finde es gut. Ich fühle es. Es fühlt sich tatsächlich an wie ein richtiges Fahrzeug. Aber da wäre natürlich die Meinung von einem echten Straßenbahnfahrer hochinteressant. Und das ist schon ein extrem wichtiger Faktor, finde ich. Das war beim Train Simulator schon so. Da bin ich auch viele, viele Kilometer gefahren. Und bei den Lokomotiven oder Triebfahrzeugen, die gut umgesetzt waren, hat man da schon, hat man es irgendwie gefühlt. So, das Gewicht, die kinetische Energie, die Leistung von so einer Lok und dann auch, wenn da ein schwerer Güterzug hinten dran hängt. Elisabethplatz. Und ich für einen Trambahn-Laien, muss ich sagen. Ich finde, es fühlt sich gut an. So, jetzt haben wir wieder einen vor uns. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ihr könnt auch bei mir einsteigen, Leute. Ich frage, ob das besser ist. Ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, ja. So, Türen sind geöffnet. Vielleicht geben wir dem auch ein bisschen Zeit, dass der nicht die ganze Zeit vor uns rumdödelt. Ich habe den Eindruck, die beschleunigen ein bisschen sanfter als ich. Oh Gott, die Zwillingsschwestern. Drillinge. Den hatten wir doch gerade schon. Merkwürdig. Aha. Auktionshaus Ursula Nusser habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Da kann man sich schicke Uhren kaufen. Auch nette Texturen. Also sieht doch gut aus. Kann man echt nicht meckern. Ja. Der Wintergarten. Schick, schick. Gut. Türen verriegeln. Rollen wir schon mal Richtung Ampel vor. Und irgendwo hier muss ja dann... Wird doch die 27er von der 28er quasi getrennt. Irgendwo da vorne. So, bereit machen zum Gas geben. So, genau, ich glaube, die 27er läuft da links entlang, oder? Sind wir nicht da lang gefahren? Ich glaube schon. Ziemlich sicher sogar. Ja, die Weiche ist ja auch schon gestellt. Das müsste man, glaube ich, im fortgeschrittenen Modus oder im erweiterten Modus dann alles selber machen. Ist jetzt, glaube ich, also bei den Streckenverläufen nicht allzu schwierig, aber wenn das ein bisschen komplexer wäre, dann wäre schon auch Orientierung ein wichtiger Faktor. Ne? Das sieht auch gut aus hier, die ganze Ecke. Ja, das ist gut. Schön, wirklich.
Kann jetzt natürlich auch nicht sagen, ob da die Geschäfte alle an der richtigen Stelle sind, aber der Wimmer zum Beispiel, das ist ja auch so eine Kette. Den sieht man schon regelmäßig in München. Häuser, würde ich sagen, passen auch gut. Ja, schön. Schön, schön, schön. So, wir machen schon mal dicht. Dann die letzten paar Stationen. Der einzige Bereich, den ich bislang jetzt noch gar nicht zu Gesicht bekommen habe. Da sitzt. Moment mal. Doch, da sitzen schon Leute drin, oder? Nein, die fahren. Ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Autonomes Fahren hier überall, oder? Da sind nirgendwo Leute drin. Okay. Okay. So, ich glaube, ja, wir dürfen. Definitiv. Oh, echt. Clemensstraße. Grafikeinstellung übrigens, wenn sich jemand fragt, habe ich einfach mal auf Maximum gedreht und bis auf ein paar kleinere Ruckler finde ich es völlig in Ordnung. Also voll im Rahmen, ehrlich gesagt. Was die Performance angeht, natürlich. Ah, stopp, stopp, brems, brems. Ui. So, Clemensstraße. Vielleicht machen wir dann für die nächste Folge, das wird ja quasi, also die vorerst letzte, sage ich mal. Ich weiß noch nicht, wie es danach weitergeht. Mega viel wird dann wahrscheinlich nicht mehr kommen, aber so ein paar Specials, würde ich mal sagen, gönnen wir uns dann noch. Also einmal auf jeden Fall hier die erweiterte Steuerung quasi ausprobieren. Eine Nachtfahrt würde ich auch ganz gerne nochmal machen. Aber es ist halt immer so eine Frage bei den Videos, ne? Dann, wenn es da zu dunkel ist, dann erkennt man zu wenig. Ich weiß auch noch nicht, wie gut die Beleuchtung ist, aber vielleicht machen wir es in der Dämmerung oder so, die letzte Fahrt auf der 28 dann zum Sendlinger Tor. Oder so, dass man vielleicht ja, aus der Dämmerung ins Helle irgendwie reinkommt. Schauen wir mal. Aber möchte ich mir auf jeden Fall auch noch unbedingt ansehen, wie sich das so bei Nacht präsentiert, die ganze Geschichte hier. Karl-Theodor-Straße. Fast da. Ja, sieht aber auch alles ganz überzeugend aus hier, finde ich, die ganze Ecke. Also. Machen, denke ich. Ja, da sind auch tatsächlich auch die ganzen Münchner Zeitungen quasi vertreten hier, der Merkur, die Abendzeitung, ganzen Boulevard, Klatschblättchen, Kiosk, Afterwiesen. Cool, cool, solche Details mag ich. Stark. Ja, ich glaube, wir dürfen. Habe ich schon verriegelt? So Rasenkreis. Gleis. Schaltplatz. Umstieg zur U2 und U3. Change here for U2 and U3. Mhm. Endstation. Terminus. Okay, da haben wir jetzt auch wieder so eine kleine Wendeschleife drin. Verknüpfung mit der U-Bahn. Der Schaltplatz.
Okay. Ja. Könnte auch für meinen Geschmack einfach insgesamt so ein bisschen detailreicher sein, noch die ganze Nummer. Einfach so. Da fehlen so ein bisschen, die, weiß nicht, der letzte Feinschliff, so habe ich den Eindruck. Schon gut. Aber da wird schon noch ein bisschen mehr gehen. So, der blockiert uns jetzt, oder? Kann ich die Leute hier schon aussteigen lassen? Schauen wir mal. 28 Richtung. Okay, das geht schon. Alles gut. Nun denn, dann soll es das gewesen sein. Eine Folge haben wir jetzt noch und dann haben wir erstmal zumindest alle Strecken gesehen und was dann noch kommt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so veranstalten. Also auf jeden Fall irgendwie das Ganze bei Nacht hätte ich nochmal ganz gerne gesehen, aber ich denke für die nächste Folge vielleicht eher so, schauen wir, dass wir vielleicht ein bisschen in die Dämmerung kommen oder so. Und dann lasst mir gerne eure Meinung da, ob ihr noch irgendwas hier abgefilmt haben wollt. Ansonsten soll es das gewesen sein für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.